Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, heute Super Smash Bros. Mit Mega Man. Ich will euch Mega Man heute mal ein bisschen vorstellen, was der so für Attacken hat, welche Attacken ich für gut und welche ich für schlecht halte. Zumindest jetzt hier in der Demo. Und da spielen wir gleich mal gegen den Villager. Was richtig geil ist, ist diese Pin-Missile hier, wenn sie den trifft. Und zwar pinnt sich da so eine Art Pin dran und explodiert irgendwann. Das ist ziemlich cool. Dann dieses Zahnrad hier ist richtig geil. Damit, mit diesen zwei Attacken, könnt ihr den Gegner ganz gut, wie soll ich sagen, euch vom Leib halten. Und beim Zahnrad gibt es eine Besonderheit, wenn ihr kurz nach dem Abdrücken in Richtung drückt, also hier könnt ihr das auf den Boden schmeißen, könnt es nach oben schmeißen, ihr könnt es direkt nach oben schmeißen, also das ist ganz cool, ihr könnt es sogar nach hinten werfen, mal sehen, ob ich es hinkriege. Ah, jetzt wollte ich es gerade machen, aber hatte keins übrig. Also das halte ich für ziemlich stark. Dann hier diese Wirbelattacke, um einfach näher an den Gegner zu kommen, ziemlich gut. Das Rutschen am Boden ist auch ganz cool und so zum Hauptdamage machen könnt ihr hier diese Claws nehmen. Das ist auch ziemlich nice. Und diese Attacke nach oben ist auch ziemlich geil in Verbindung zum Beispiel mit dem Wirbel. Also der Wirbel ist ziemlich stark, wenn er trifft, habt ihr gerade gesehen. Mit wenigen Prozenten haben wir durch den Wirbel den Dude ins Aus befördert. Also das ist echt eine coole Angelegenheit. Dann gibt es hier diese Attacke noch, die finde ich eher schlecht, weil die ziemliche Zeit braucht. An Kanten ist die ziemlich gut, wenn ihr die loslasst, bevor der sich hier rankreppt. Also dann habt ihr auch die Chance, mal einen Gegner damit zu killen. Aber ansonsten finde ich die nie so gut. Und was halt richtig geil ist, aber getimed werden muss, ist diese Pin-Missile nach unten. Diese Rakete nach unten. Ich versuche euch mal zu zeigen, was ich damit meine. Ihr schmeißt einen Gegner und wenn er auf der Kante sich befindet und ihr schafft es in der richtigen Zeit, nach unten zu stumpen. Genau so. Und wenn der Gegner sich im Abgrund befindet, zack. Könnt ihr den richtig gut bashen, das muss aber getimt werden, weil umso weiter ihr weg seid vom Gegner, umso länger braucht das Ding, um bis zum Gegner zu fliegen. Und das ist dann nicht so easy. Genau, das sind eigentlich so die ersten Attacken, die ich empfehlen kann. Und was ich überhaupt nie empfehlen kann, ist dieser Power-Up-Punch. Und dieses Blätterschild. Das Blätterschild macht zwar oder hat zwar einen gewissen Schutz, aber irgendwie braucht es ziemlich lange zum Zaubern, also bis es da ist, und es bringt halt nichts, weil ihr in der Zeit mit A und B keine Attacken machen könnt. Ich zeige euch das mal hier. Zack. So, jetzt ist das Schild um euch rum. Wenn ihr auf den Gegner geht, kriegt ihr auch Schaden davon, aber ich meine, das sind 2%, 5%, nicht so gut und hält auch nicht so lange. Und wenn ihr jetzt eine Attacke nach vorne machen wollt, schießt ihr das erst weg. Also das ist echt blöd. Dann dieser Power-Up-Punch, das ist auch sowas, was mir auch nicht gefällt, macht relativ wenig Schaden, also von daher würde ich eher die Finger lassen und hier von der Attacke, die ist auch nicht so gut. Also wie gesagt, es gibt weitaus Besseres. So, jetzt versuchen wir den hier nochmal wegzustompen, hat leider nie gereicht. Das ist halt auch so eine Attacke, die ich bei Mega Man richtig fett finde. So, mal ihn mal jetzt wieder wegzuwerfen hier, wegzuwerfen ist ein bisschen. Zack, Missile raus. Und also es gibt echt coole Attacken hier bei ihm. Und der Wirbelwind in Kombination habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Ihr könnt zum Beispiel werfen, Wirbelwind versuchen zu machen. Ja, auch richtig cool. Ich finde auch cool, dass der hier solche Attacken hat, die schneller an den Gegner rankommen, wie dieses Rutschen hier. Und was auch ziemlich weit wegkickt. Also das finde ich auch richtig krass. Und natürlich diese Wirbelattacke, also alles coole Sachen, was Mega Man so kann. Am Anfang fand ich ihn ja ziemlich schwach, aber da habe ich auch noch nie gecheckt, wie gut manche Attacken von ihm eigentlich wirklich sind und in Kombination, wie gut sich der dann eigentlich, sage ich mal, so spielen lässt. Ich bin immer auf die feine Version gespannt. Ich glaube aber nicht, dass Mega Man sonderlich viel mithalten kann mit anderen Charakteren, weil er doch an und für sich, also er erscheint mir jetzt nie so stark. Also ich glaube, es gibt stärkere Charaktere und aber ich denke mal, er ist nie unspielbar, sage ich mal, wie andere Charaktere. Von daher
Wir haben jetzt gewonnen, logischerweise gegen Level 3. Das ist ja nur zur Veranschaulichung. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie Videos gegen Level 9er Gegner sehen wollt, so Battles, die relativ knapp wären, weil in 2 Minuten ein Level 9er zu besiegen ist ziemlich schwierig, weil man da doch ein bisschen defensiver spielen muss. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir sehen uns bei der anderen Charaktervorstellung von Villager nochmal wieder. Macht's gut, tschaußen.